Boah, da hat es echt gezogen wie Hechtsuppe. Ich zeig dir das Stadion noch. Ja, zeig mir das Stadion. Ist ja auch nicht so, als wäre es heute kalt. Hallo zusammen, hier ist immer wieder die Mayre. Ja, heute schon wieder unterwegs nach Bächen. Allerdings diesmal eine andere Strecke. Mein Göttergatte hat sich die Kameraposition jetzt doch noch anders überlegt. Ich hatte euch ja letztes Mal gezeigt, dass er sich hier so eine komische Konstruktion gebaut hatte. Die ist jetzt Gott sei Dank weg. Die hat mir immer permanent hier gegen das Visier gedonnert. Er hatte dann auch selbst mal ausprobiert und hat da seine Cam dran befestigt. Ja, dabei hat er dann festgestellt, dass er dabei selber, dass sie ihn selber irritiert hat, weil er hatte die ganze Zeit die Cam im Augenwinkel und hat da so mehr oder weniger drauf geschielt und das hat ihn ein bisschen abgelenkt. Ist nicht so gut. Jetzt hat er so wieder oben auf dem Kopf. Irgendwer hat mal kommentiert, das sieht aus wie ein Zielfernrohr. Ja, es hat halt wieder ein Zielfernrohr auf dem Kopf. Und wie könnte es anders sein? Ein Bus. Wir haben es irgendwie mit Bussen. Also es sieht wirklich super schön aus, das Wetter. Es ist aber biestig kalt. Wir haben, glaube ich, noch so Temperaturen, so knapp über 0 Grad und es ist echt windig. Ich habe mich jetzt wirklich dreifach angezogen. Meine Fingerchen werden jetzt schon kühl. Aber es ist wirklich schön. Ja, wie ihr seht, also mein Mann hat ja das Öfteren schon mal so mit Kameras und Kameraeinstellungen und Positionen und so weiter rum experimentiert. Er hat, lass mich nicht lügen, 2 oder 3 Kameras, also eine gute, die er jetzt auch auf dem Kopf hat. Und die anderen beiden sind so Low-Budget-Kameras, so für 20, 30 Euro oder sowas. Meine Kamera, die war jetzt auch nicht so teuer. Sonst hätte er die auch nicht auseinandergenommen, um mir einen Mikrofonanschluss einzulöten. Trotzdem jetzt keine markenlose, sondern eben von Rollei. Nachdem er schon einige wirklich Low-Budget-Kameras geschrottet hatte, hat er dann ein bisschen Übung gehabt, sodass er mir das halt machen konnte, da in die Kamera das Mikrofon einlöten, das externe, damit ich eben auch hier sprechen kann. Ja, es gibt den ein oder anderen Motovlogger, der spickt sein komplettes Motorrad mit Kameras. Ich persönlich weiß nicht so wirklich, was das soll. Jetzt muss man mal zurückgehen, woher der Name kommt, also das Wort Motovloggen. Ich selber würde mich auch nicht jetzt direkt als Motovlogger bezeichnen, weil ich bin ja nur Sozia, im Moment jedenfalls noch. Der Wortstamm kommt eigentlich vom Blog. Blog ist ein geschriebenes Tagebuch, was öffentlich gemacht wird, eigentlich, wo man auch kommentieren kann. Was also erweiterbar ist. Also kommentieren kann, nicht muss. Die Funktionen lassen sich ja mehr oder weniger an- und abschalten. Das Ganze, wenn man das dann per Video macht, ist es ein Vlog, also ein Vlog. Es gibt auf YouTube genug Vlogger, die eben ihre Videologs machen, also Videoblogs in dem Moment. Das ist also
ein zusammengezogenes Wort. Dann kamen die ersten Motovlogger raus. Das ist eigentlich nichts anderes als ein Vlog, also ein Videoblog auf dem Motorrad zu machen. So, und also beim Motorradfahren über irgendwas erzählen. Also einen von zu Hause zu erzählen, auf dem Motorrad. So was brauche ich jetzt aus sämtlichen Perspektiven, sprich Vorderrad, Hinterrad, Seite, oben, unten, links, rechts. Da brauche ich doch nicht 1000 Kameras rund um mein Motorrad. Ist meine Meinung. Die meisten, die haben eine einzige Kamera, maximal zwei, um sich noch von vorne aufzunehmen. Das finde ich auch noch ganz interessant. Aber 1000 Kameras am Motorrad, das ganze Motorrad zu scheißen mit Kameras, ich weiß nicht, ob das unbedingt nötig ist. In meinen Augen ist es unnötig, da ist aber alles Geschmackssache. Wie gesagt, man sollte sich da immer nur vor Augen halten, woher das Wort Motovlogger überhaupt kommt. Also ich bezeichne mich wirklich nicht als Motovlogger, weil ich mache keine Motovlogs, ich mache Sozia-Vlogs, weil ich Sozia bin. Ich gehöre zu einer Untergruppe vielleicht von Motovloggern. Ich fahre auf dem Motorrad mit und erzähle dabei euch einen von zu Hause. Ja. Also das wollte ich halt einfach mal ein bisschen loswerden. Nur so mal am Rande. Wo wir beim Thema loswerden sind, an dieser Stelle möchte ich auch noch ein paar Grüße loswerden. Mal heute ganz speziell an unsere Gruppe, auf die ich mich im Sommer schon wieder tierisch freue, nämlich die Kinder des Zorns. Ein paar von denen haben wir immer mal wieder getroffen, weil sie eben ein bisschen in unserer Nähe wohnen. Und den Rest haben wir jetzt praktisch seit den letzten schönen Tagen im letzten Jahr nicht mehr gesehen. Und ich freue mich schon tierisch, Leute, euch wiederzusehen. Schöne Grüße an dieser Stelle. Ja, und dann Grüße an unsere zweite Gruppe, an die Facebook-Gruppe Tourenfahrer NRW, so rum. Da haben wir jetzt den Winter über schon doch noch einige Neuzugänge bekommen. Und ich hoffe, dass wir uns auch dann mal, wenn es wärmer wird, treffen können und uns kennenlernen, also persönlich kennenlernen. Und mal die ein oder andere Tour zusammenfahren. Was mich persönlich angeht, weiß ich noch nicht, wie das bei mir zeitlich wird. Ich hoffe, weil ich werde ja dann, wenn es wärmer wird, anfangen können mit Fahrstunden und ich hoffe, dass ich die möglichst vormittags nehmen kann. Oh, eine Ölspur. Ja. Also, damit ich dann nachmittags oder ab mittags dann auch wieder mit bei euch dabei sein kann. Ich freue mich schon total darauf, auf die Fahrstunden und wenn ich dann mal meinen eigenen Führerschein habe. Ja, jetzt sind wir schon in Herkenrath gerade reingefahren. Meine Hände werden langsam immer kälter. Das liegt aber wirklich am wirklich eisigen Wind. Und ich glaube, wir kommen gleich an einer Zweigstelle meiner Fahrschule vorbei. Ja, müssten wir.
Ja, warum habe ich mich in dieser Fahrschule angemeldet? Ganz einfach, der Fahrlehrer ist ganz toll. Hier ist sie jetzt. Da! Also, ich muss zwar ein kleines Stückchen dahin fahren, aber ich hatte mal ein Video gemacht, wo ich einfach nur mal so eine Parkplatzlaufstunde zum Ausprobieren bei ihm gemacht habe oder mit ihm. Den hatten wir durch Zufall getroffen auf einem großen Parkplatz, der gerne dafür genutzt wird, an der Saalermühle bei uns in der Nähe. Und habe ihn mal angehauen, wie das aussieht, ob ich nicht mal eine Stunde machen könnte, so einfach nur, ob ich das überhaupt, ob ich Chancen hätte oder Potenzial hätte und so weiter, bla bla. Und das ist ein so netter, lieber, geduldiger Mensch. Und wir haben sofort Spaß gekriegt und so. Und das stand für mich fest, wenn Führerschein bei ihm. Das Video dazu kann ich gerne nochmal hier oben verlinken. Ihr könnt euch das angucken. Das war einfach nur total genial. Ich habe hinterher, glaube ich, das Strahlen nicht mehr aus dem Gesicht gekriegt. Das war so geil. Es geht ja auch noch quer über die Straße. Ach, mein Mann. Mein Mann, der Schleimer. Nein, das war ja auch ganz lieb. Das war so hilflos auch. Ja. Vielleicht hätte ich absteigen sollen und ihn drüber bringen. Ach, schön. Wir sind da. Beim Eselparadies. Kalt ist mir. Mir auch. Wupp. Ein Handschuh abhauen. Du bleibst hier. Mein Handschuh wollte weg. Rudi, du hast deinen Ständer draußen. Ich hab meinen Ständer draußen. So, jetzt fahren wir wieder nach Hause. So, boah, da hat es echt gezogen wie Hechtsuppe. Ich zeig dir das Stadion noch. Ja, zeig mir das Stadion. Ist ja auch nicht so, als wäre es heute kalt. Scheiße, ist nicht kalt, ist warm. Ich habe gesagt, ist ja auch nicht so, als wäre es heute kalt. Aber zeig mir das Stadion. Machen wir heute eine Sightseeing-Tour. Ja, ich glaube, wir sind zwar schon ganz, ganz oft dran vorbeigefahren. Ich habe noch nie auf die Flutlichtanlage geguckt. Guck
Gott, ich dachte, jetzt wundert, was hier für ein Stadion ist. Gegenüber von Karglas und ATO. Mann, hier ist wirklich echt. Ich habe es an so was, weißt du, wie die Arena auf Schalke, oh, so was gesagt. Das ist ja, das ist Gelsenkirchen. Ja. Kein Wunder, dass mir das Riesenstadion hier nie aufgefallen ist. Ja, bevor ich jetzt hier noch mehr Unsinn verzapfe, und ich kann sowieso schon nur noch ganz schwer reden, ich kann meinen Mund kaum noch bewegen, also sage ich euch schon mal tschö und ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Ja, abonnieren kostet nichts und ich sage bis die Tage, eure MyWay.